Leider nicht weniger. Oh, schaue ich mich mal ein bisschen um in der Zeit. Wunderschöner Wald hier. Überall kleine Seen und so. Das hier eine Endmoränenlandschaft aus der letzten Eiszeit. Deswegen ist es auch überall ein wenig hügelig und diese Wasserablagerung von den Gletschern. Das sieht schon fast ein bisschen wie eine Mangroven aus, weil diese Bäume hier ja, so hoch stehen halt diese Wurzeln aus dem Wasser. Ja, da es extrem nass ist, sammle ich hier jetzt gleich noch ein paar Stücke Birkenrinde. Ich hoffe, dann kriege ich das Feuer leichter an. Und man sieht, hier ist sonst alles total nass. Ja, es ist jetzt halt ein bisschen ungünstig, dass es heute so doll regnet. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier unter diesem Stamm noch trockenes Holz finde. Ja, es zum Anmachen wird das auf jeden Fall reichen. Vom Regen und Wind sind hier ein paar Haselnüsse runtergefallen, die ich natürlich aufsammle. Die kann man natürlich auch wunderbar verwerten. Hier ist der große Wiesenamper. Da kann man die Blätter auch essen, roh oder halt wie Spinat. Ja, das esse ich jetzt aber nur, wenn das Essen nicht mehr ausreicht, dann nehme ich mir morgen was. Denn der ist sehr bitter, also nicht ganz mein Geschmack, aber wächst halt so gut wie überall.
Okay, ich habe jetzt ein Stück Buchenholz, was ich schälen werde, also die Rinde abmache und danach Fleisch drauf spieße. Ich habe ein paar schöne Stücke Bauchspeck. Ja, die kann man dann halt überm Feuer so langsam garen lassen. Ja, hier ist der angespitzte Spieß für das Bauchfleisch nachher. Hier habe ich einfach ein Stück Holz gespalten, einen kleinen Keil reingetrieben, sodass man den Stock dazwischen klemmen kann. Als Tinder, also Zundermaterial, habe ich heute mal was Neues, nämlich die Samen von einer Distelart. Man kann eigentlich die Samen von fast allen Disteln nehmen, die es hier gibt. Und um das zu verwenden, muss man einfach diese Samen rausziehen. So ein bisschen aufflauschen. Und ja, dann braucht man natürlich noch einen Fire Steel, also so ein Feuerstahl. Ja, falls das nicht geht, habe ich noch vorsichtshalber eine getränkte Wachsschnur mitgenommen. Das ist einfach Naturfaserband und das in Stearin oder halt Wachs aufgekocht. Wenn man das Ganze halt dann auseinanderfasert, bekommt man einen recht guten Zunder. Ja, man sieht, dass wenn das noch länger ist, brennt das halt zum Schluss fast wie so ein Docht weiter. Und das Ganze ist von außen wasserfest. Ja, ich habe einen Gulaschtopf mir mitgenommen, also so eine Dosensuppe. Halt für die erste Mahlzeit. Die werde ich dann nachher einmal zubereiten und morgen muss ich mir dann halt Essen suchen. Ja, ansonsten müssen wir nachher noch ein bisschen Wasser holen. Ich habe hier so einen kleinen Fluss gesehen. Das Wasser müssen wir dann einfach abkochen. Jo. Ja, man sieht hier, dass das Wasser steht und nicht sehr sauber ist. Von daher denke ich mir, suche ich mir lieber ein anderes Gewässer, weil da sehr viele Bakterien drin sind. Selbst wenn man das abkocht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann auch wirklich bakterienfrei ist. Aber es gibt ja noch andere Flüsse. Ja, ich werde jetzt das Feuer schon mal anmachen. Ich habe noch ein wenig Birkenrinde, die mir dabei helfen wird. Aufgrund der Öle, die halt in der Birkenrinde drin sind, brennt die immer sehr gut. Und ich habe mit der Axt noch ein bisschen Holz gespalten, was ich dann noch gleich verwenden werde. So, das Feuer brennt. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen runterbrennen und dann können wir die Suppe warm machen.